beim 20. angelangt und jetzt gibt es was ganz Leckeres. Und zwar Friede, Freude, Eierkuchen. Das kann ja jeder, ne? Wir machen daraus Friede, Freude, Eierlikör. Und wer könnte das besser als Maria? Genau. Einige kennen ja schon den Eierlikör, weil bei uns im Laden gab es ja immer schon mal eine Kostprobe. Und da habe ich mir überlegt, ich zeige euch heute mal, wie das gemacht wird. Ich habe schon mal die Zutaten hier aufgebaut. Das Rezept gibt es natürlich auch. Habe also 4 Eier getrennt. Dazu gibt es 4 Eigelb, 200 Gramm Puderzucker, ein Päckchen Vanillezucker, 100 Milliliter Cognac oder Weinbrand. Man kann das auch mit Whisky machen, schmeckt auch ganz lecker. 125 Milliliter Rum und 300 Milliliter Sahne. Da nimmst du ja eine ganz besondere Sahne. Also bei der Sahne, ja, da bin ich ein bisschen eigen. Da nehme ich immer eine gute Konditorsahne, ja, weil die einfach vom Geschmack viel gehaltvoller und viel leckerer ist. Und wenn man das Ganze mit Whisky machen möchte, noch ein Tipp. Ich habe das mal einmal ausprobiert, mit Whisky im Eichenfass gereift. Und das war nicht so der Burner, also ein ganz normaler Whisky. Und der tut es auf jeden Fall auch. Okay. So, und ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal an. Eigelb, Puderzucker, also erstmal ein bisschen abfischen, und ein Päckchen Vanillezucker, und das wird jetzt erstmal richtig gut aufgemixt, ganz schaumig. So, jetzt fange ich an. Jetzt Alkohol dazu. Gehaltvoll. Genau, das Wichtigste überhaupt. Und jetzt die gute Sahne. So, ich glaube, das sieht schon gut aus. Schön schäumig. Also das Schöne an dem Rezept ist, dass man, wenn man die Zutaten zu Hause hat, kurz bevor der Besuch kommt, noch eben schnell einen leckeren Eierlikör machen kann. Das dauert ja keine 5 Minuten. Ja gut, mit Vorbereitung, wir haben jetzt schon die Eier, aber im Prinzip in 5 Minuten, hast du gesagt, ne? Ja. Das Ganze wird jetzt umgefüllt, aber wichtig, bevor man umfüllt, kosten, ob er auch gut ist, ne? Schön cremig, fluffig. Oh, der riecht schon lecker. Oh, wenn ihr den riechen könntet, voll lecker. Maria, zum Wohl. Zum Wohl. Stößchen. Wir stoßen mal mit euch zusammen an. Köstlich. Sehr lecker, sehr lecker. Wenn ihr das Rezept noch mal eben sehen möchtet, dann haben wir das hier für euch und wir füllen jetzt erstmal den Eierlikör um. Ich werde ja auch immer wieder gefragt, wie lange denn der Eierlikör haltbar ist. Also wenn es den bei uns gibt, würde ich sagen einen Nachmittag. Aber ansonsten bitte zeitnah verbrauchen, weil das eben mit Frischei gemacht ist und dadurch eben die Haltbarkeit nicht so ist wie ein gekaufter Eierlikör. So, das reicht nicht mehr ganz. Das ist die Menge, die man eben aus einem Rezept bekommt. Und wenn ihr noch eine passende Geschenkidee dazu haben möchtet, dann schaut doch einfach mal bei den Videos vom letzten Jahr. 2019 haben Maria und ich nämlich schon ganz toll Verpackungen dazu gezeigt unter Geschenkideen zu Weihnachten. Hashtag 10 findet ihr diese Ideen. So, und ich glaube, Maria, ich brauche noch einen, oder? Also, wir stoßen einfach nochmal an und wir nehmen euch gedanklich mit. Und wir sehen uns morgen, ne? Bis dann. Auf jeden Fall. Stößchen zum Wohl. Tschüss.